Ja, im Bauvorhaben Schumacher war die Besonderheit, dass der Spediteur ortsansässig ist in Würselen am Aachener Kreuz und er unmittelbar in seinem Umfeld ein Logistikgebäude errichten möchte für die Einlagerung von Süßwaren, von Lebensmitteln. Die Besonderheit dabei ist, dass hier eine große Lagerkapazität geschaffen werden sollte, wo im ersten Abschnitt auf 10.000 Quadratmetern mindestens 20.000 Palettenplätze gelagert werden sollten. Und da haben wir hier ein Grundstück in unmittelbarer Nähe gefunden. Es wurde gekauft, es wurde beplant und das ganze Gebäude gliedert sich im Grunde genommen in zwei Abschnitte. Das ist der vordere Teil. Dort haben wir eine Andockstation mit 16 Laderampen. Da haben wir ein spezielles Verladesystem gewählt von Dobro. Dieses Verladesystem ermöglicht, dass, wenn das Fahrzeug andockt, dass das Luftpolster aufgeblasen wird und wir eine luftdichte Verbindung bekommen zwischen Lagergebäude und Fahrzeug. Darüber haben wir eine Ebene, die sogenannte Co-Packing-Ebene. Dort wird die Ware vorkommissioniert für den Handel. Und in der dritten Etage haben wir eine besondere Etage, das ist die Geschäftsführungsebene oder die Büroetage. Und hier hat sich der Bauherr was Besonderes gewünscht. Er hat gesagt, ich hätte gerne dort eine Glasfassade, komplett geschlossen. In sich eine sehr homogene Fassade war sein Wunsch. Das haben wir ihm erfüllt. Wir haben eine hochgedämmte, dreiglasige Fensterfront gewählt und dementsprechend eine Lüftungsanlage aufgesetzt. Ein weiteres Argument war einen repräsentativen Eingang. Den haben wir im vorderen Teil geschaffen mit einer Stahlkonstruktion und einem offenen Treppenhaus mit einem Glasaufzug und einer freischwebenden Treppenanlage, sodass die Kundschaft, die zu ihm kommt, dann auch ein attraktives Entree besitzt. Ja, wir haben dort eine Verschieberegaltechnik eingesetzt, die es ermöglicht, dass man also nur den Gang öffnet, der also für die Anlieferung oder für die Abholung geöffnet wird. Dieser Gang öffnet sich innerhalb von 45 Sekunden maximal. Viele Kunden meinen immer, das wäre sehr zeitintensiv, aber die Steuerung erfolgt von dem Staplerfahrer, der von außen aus seinen Gang Nummer 16 beispielsweise öffnen lässt. Dort liegen die Chargen drin für die Kundschaft und sobald das Regalsystem öffnet, schaltet sich auch die darüber liegende Beleuchtung ein. Das heißt, ich habe auf einer 10.000 Quadratmeter großen Halle maximal den Hauptgang und maximal die Gänge beleuchtet, die eigentlich erforderlich sind. Der Rest verbleibt im Dunkeln. Und was auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, wir kriegen durch die Komprimierung der Ware auf 40.000 Palettenplätze, bekommen wir für ein Kühllager eine sehr hohe Verdichtung an Ware. Das heißt, ich kühle nicht nur die Luft herunter, die um die Ware herum ist, sondern ich habe sehr viel Ware in einem geschlossenen System, was entsprechend gekühlt wird. Und somit habe ich einen hohen Warenanteil bei entsprechender Temperatur. Die Spezialität von Valeris ist halt eben die komplette Planung aus einer Hand. Wir ermitteln den Bedarf, wir schauen uns die Logistik an. Das Bauen ist, sag ich manchmal, die Nebensache heraus oder ist zur Nebensache geworden. Wichtig sind, dass man die logistischen Abläufe sich anschaut, dass man optimiert baut, dass man kurze Wege hat, dass man eine gute, solide Ausführung bekommt, dass man energetisch, wirtschaftlich unterwegs ist. Und es geht sogar so weit, dass wir auch im Rahmen der Finanzierung Unterstützung leisten, weil es für viele Menschen doch eine Herausforderung geworden ist. Die Prozesse sind sehr lange geworden. Wir fassen das zusammen und versuchen dann, eine einheitliche Lösung zu finden.